Also auch Erze drin versteckt, aber jetzt nicht überhaupt mal hier. Hast du mir meine verzauberte Schaufel geklaut? Ja. Ja, ich merk schon. Die war mein Finderlohn dafür, dass ich alles anders gegeben habe. Du blöd, wegen die Hand an meine Netze, meine schöne Schaufel. Hallo, ihr Lieben, seid jetzt willkommen zu einem weiteren Teil Minecraft Mark mit Early Boy und seiner aggressiven Freundin. Hallo, ich sterbe! Ich will keinen neuen Mark bauen! Tauch auf! Nein! 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 Nein, 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 nein! Oh, wie die Kinder sind hier unterwegs, wie die Kinder. Early Boy ist down. Apropos, deine ganzen Sachen liegen hier auch. Und die spawnen, wenn du nicht kommst. Ich weiß, ich hab gar nichts mehr. Die spawnen hier, wenn du nicht kommst. Ich komme. Oh. Ich mache in der Zeit einfach die nächste Sache fertig. Ich glaube, du hast einen Cobblestone noch bekommen. Ja, schenke ich dir. Komme ich da jetzt irgendwie wieder hoch? Nee. Wo du es gerade so sagst, nee. Ich kann dir hier einen Weg frei bauen. Dann mach mal. Hier, bitte. Dein Haus ist nicht behindertengerecht, Kev. Geht's dir nicht? Komm, da liegen deine Sachen jetzt. Nimm an. Das so, auf jeden Fall kommt jetzt das nächste Ding. Hier wird wieder dicht gemacht, denn hier sollten weitere Stands stehen. Wir nehmen wieder ein weiter rechts und ich bin gespannt, was für eine Dimension jetzt auf uns lauert. Wir hatten ein unendliches Ozeanbiom, also eine Flat World mit unendlich Ozean. Ich sehe jetzt schon, wir haben zwei Monde und ganz viel Netherrack. Kev hat meine Fackeln geklaut. Okay. Eine mysteriöse Welt, das gebe ich gleich zu. Das war das rechte Ding, ne? Ja. Das ist eine... Wow! Alter, es schlägt mich nicht so. Ich sichere hier gerade die Flanken und er kommt einfach hin. Weil wir wissen, hier darf nichts kaputt gehen, weil ich habe auch keinen Zurückbruch. Also wenn du stirbst, dann stirbst du. Wer ist denn da hinten? Da steht ein Typ, so ein Slowpoke 101 heißt der. Okay, das ist hier eine Insel. Guck dir das an. Das ist hier eine Netherrack-Insel. Das war's auch schon. Insel mit drei Bergen. Wer ist das denn? Da steht ein Typ! Guck dir das an! Kev, da steht ein Typ! Oh Gott, der kommt auf mich zu! Da gibt's eine Slime-Insel! Kev, komm zu mir, hier ist ein Typ! Da sind noch ganz viele Slimes drauf! Kev, komm zu mir, da ist ein Typ! Ich glaube, das ist Boss! Nein, nein! Greif ihn bloß nicht an! Ich habe hier Slimes gefunden! Oh mein Gott! Und hier sind ganz viele Zombie-Pigmen! Oh Gott, Spinny! Guck mal, wie kann man das einsammeln? Nicht viel. Soll ich ihn töten oder lass ich ihn leben? Ich hab keine Ahnung. Alter, ich hab hier Slimes! Nie wieder Slime-Probleme. Nice! Ich glaube, wir hatten auch so nie wieder Slime-Probleme, aber... Kriege ich hier von Pink Slime? Kann ich da irgendwas draus machen? Ich hab mir jetzt auf irgendwas Schönes gefreut, aber nein. Okay, hier ist eine Slime-Insel nach der anderen. Das ist witzig. Hier sind nur Slime-Inseln. Das ist ein Slime-Insel, Netherrack, was weiß ich was, Biom. Und hier sind Hexen mit ihren blöden Katzen unterwegs. Boah, diese explodierenden Fledermäuse, die sind so ätzend. Oh, shit. Okay, das war's. Ich hab Cap explodieren sehen. Nee. Uiuiuiui. Uiuiui. Wither-Effekt und... Okay, aber ansonsten ist diese Dimension nicht ganz so spektakulär. Also auf jeden Fall spektakulär, aber nichts Neues, zumindest zu dem, was wir kennen. Wir haben zwei Monde, völlig natürlich, ganz viele Slime-Inseln und eine große Insel aus Netherrack. Ja, mit ganz vielen Mobs drauf. Mit unfassbar vielen Mobs drauf. Hier kann man Mobs farmen vom Feinsten. Oh shit, ich habe den Wither-Effekt, ich muss ganz schnell zurück, mein Lieber, ganz, ganz schnell. Hier könnte man echt eine krass geile Mob-Farm bauen, fällt mir gerade so auf. Weil ich habe einfach nur mega Angst, weil ich fast down bin. Ich habe jetzt ein paar Slimes gefarmt. Und ich gehe jetzt einfach zurück in die normale Welt und nehme Kurs in Richtung vorletzte Welt. Also... Und mehr hast du nicht. Ich kann unendlich viele machen. Da müssen wir nur ein bisschen Inksack farmen. Das ist alles. Ach so. Ein bisschen Inksack, dann haben wir wieder. Ich habe jetzt halt erstmal nur 6 vorbereitet, weil... Diese scheiß Fledermäuse, diese Nether-Fledermäuse, die gehen mir so auf die Nerven. Wir lassen ihn da noch ein bisschen zappeln und ich leg hier los. Und wir sind in einer... Oh! Uiu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 
die es in sich hat. Das hier ist eine... Warte, ich komme! Eine Lava-See-Endstone-Glowstone-Welt. What the fuck? Ein unendliches Cave. Eine unendliche Cave-World. Oh, aus cool. Endstone, Lava und Glowstone. Oh, what? Der Lava gefällt mir nicht. What the fuck? Also wenn hier dein Jetpack einmal ausgeht, dann... ist aber hier kriegen wir Endstone. Was ist eigentlich mit dem End? Das ist die Frage. Was ist eigentlich mit dem End? Und ich weiß es nicht. Glowstone und so habe ich eigentlich auch genug. Und Endstone kann man sich auch irgendwie so craften, indem man in Sandstone Dings da rein infused. Aber solche Maps finde ich halt immer sehr schwierig. Weil hier funktioniert die Minimap irgendwie nicht. Na, das geht, ne? Was sehe ich da oben? Oh, da ist Wasser! Bist du an der Oberfläche oder wo bist du? Ich sehe, dass es eine Oberfläche gibt. Ich bin gerade in einem Jungle Edge Biom. Okay, ich muss aber definitiv jetzt erstmal zurück. Und weil mein Jetpack hat nur noch 9%. So, ich muss zurück mein Jetpack aufladen. Leute, das wird krass. Ich muss mein Jetpack aufladen, denn wir wollen hier auf jeden Fall noch etwas mehr rumfliegen. Und definitiv einmal nach oben gehen. Das ist ganz wichtig. Wo hast du deine Oberfläche gesehen? Da war ein Chunk-Fehler. Und da habe ich dann gesehen, dass das Ganze halt einfach noch nicht voll war. Also, dass da oben Wasser war und dann war das so schraffiert. Ich weiß nicht, ob man da dann nur hochfliegen kann oder so. Alter, wir fressen gerade unsere Energie mit dem Jetpack hier auf. Aber das lohnt sich einfach. Wir fliegen ja nonstop durch die Gegend. Okay. Was, dann scheiß ich mich hin teleportiert. Und ich würde gerne... Okay, 1 Million Energie. Komm, weiter! Ich will nicht warten! Ich will nicht mehr warten! Ah, das sind diese Scheißkatzen. Ja, die sind richtig schlimm. 1 Million haben wir jetzt weg. Oh man, come on. 1,1 Millionen muss erstmal reichen. Ich will jetzt direkt weitermachen. 56% vom Jetpack. Wahrscheinlich, weil wir die ganze Zeit im Hover-Mode drin waren. So, jetzt baue ich mich nämlich schnurstracks einfach mal nach oben. Wo bist du denn? Ich komme zu dir. In der Hoffnung. Also ich fliege hier erstmal so hoch es geht. Man kann ja hier relativ weit nach oben fliegen. An manchen Stellen. Ja, ich bin bei dir. Und da ist ein Skelett und da geht's ab nach oben. Ich habe zumindest gesehen. So, Endstone nehme ich parallel sozusagen auch mit. Es ist vermutlich wohl ein bisschen höher als so. Okay, das war eine Fackel und keine Lava. Gut, das wäre jetzt bitter geworden, wenn hier Lava runterfließt. Und ich glaube, hier muss es nach oben gehen. Oh, du machst es gut. Du hast eine schnellere Spitzhacke. Ich schließe dich die mal dann an. Das machst du echt gut. Alter, wie hoch? Aber wir sind hier schon. Okay, wir sind noch auf Höhe 1. Oh, Freiheit! Was? Stimmt, ich höre eine Kuh. Warte, unterwegs. Oh. Warte, oben nicht. Freiheit, doch! Oh Gott, ich bin vergiftet! Shit! An der Oberfläche ist man vergiftet! Oh, oh, schnell runter! Wieder auf, ja. Alter, wie krass. Also das ist auch eine super gefährliche Welt. Ich muss da noch mal was, ich geh noch mal kurz hochgucken, ob hier was Besonderes ist. Ja, ich gehe schon mal die nächste Welt aufmachen. Also, je höher du kommst, desto mehr Damage kriegst du. Okay, aber ja, ich okay. Ich hab selten einen Hutrad bekommen, so ein Enderdrache. Wieso ist der selten? Alles, was du kriegst, ist selten. Ich hab noch nie einen Enderdrachenhut gesehen. Ich schon. So, aber wir haben 21 Endstone und das ist ziemlich geil. Und die letzten beiden, die letzte vorbereitete Dimension, Freunde. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was das Ding bringt. Gefahr im Verzug. Ich habe meine Kiste vergessen. Es ist eine helle Welt. Eine helle Welt bestehend aus viel Netherrack. Kiste? Aber ich sehe hier keine bösartigen Monster drauf. Ganz interessant ist das. Und ich sehe hier Schnee. Ganz viel Nether-Quarz an der Oberfläche. Okay, feindliche Monster sind da. Das scheint jetzt
so eine Art Nether Overworld Tagesbiom zu sein, ist was Verrücktes auf jeden Fall. Aber ich sehe ja auch Kühe, also Kühe auf dem Netherrack, die rumlaufen. Gast höre ich auch schon. Aber diese Dimension, die haut mich nicht um. Warte, ich komm. Sowas hatten wir schon. Bin jetzt eher auf der Suche nach einer Library, also einem Dungeon. Vielleicht finden wir aber da ein paar schöne Seiten, ne? Okay, die Netherpilze sind hier. Das scheint hier ein relativ simples Biom zu sein. Das Geilste, was ich mal gefunden habe, war eine Flower World, in der eine Nether-Festung war. Inklusive der dort spawnenden Mobs, also Wither-Skelette und so. Das ist chillig. Das war echt ziemlich geil. Aber wie es hier ausschaut, also das ist ja echt nicht die spektakulärste Welt. Da würde ich sogar fast sagen, lass nochmal schnell zurückfliegen. Lass zurückgehen, besorg mir schnell ein bisschen Inksack. Hast du welches? Muss ich gucken, aber ich denke, ich hab was. Wenn nicht, dann besorgen wir uns schnell welches und machen noch eine Dimension auf. Weil diese, die gibt echt nichts her. Ich bin auch mal echt gespannt. Es gibt ja überall diese Kabelkreise in der Luft. Ja, aber ich glaub, was das heißt das? Ist da in drinnen ein Schatz versteckt, oder? Naja, die sind unterschiedlich groß, ich denke nicht. Ich, baue mich da einfach mal durch. Aber links und rechts nirgendwo Erze. Nee, leider nein. Schade. Baue mich währenddessen mal in die Tiefe kurz. Ja, baue dich in die Tiefe, check das aus. Aber man sieht ja auch schon an der Oberfläche, dass hier nichts ist. Nichts. Krass. Aber Schweine und Schafe und Kühe und so. Also es ist schon natürlich irgendwo geil. Es gibt 3 Sonnen am Himmel. Das ist natürlich nett. Aber ich hätte echt was mit was anderem gerechnet. Naja. Unter der Erde gibt es noch ein bisschen Lava, also nichts anderes. So, wir holen uns Inksack und hier ist es. So, ich fliege mal ganz kurz da mit dem E-System und checke, ob da was ist. Macht jetzt. Falls ja, können wir dort ganz problemlos Attacke machen. So. Inksack hast du gar nicht. Das heißt, wir müssen das kurz bei Kühen erfarmen. Kühen? Squids, genau. Aber ich sehe auch schon den einen oder anderen. Das heißt, das ja, geht ja meistens. Es geht ja meistens immer relativ schnell. So, bisschen abmetzeln. So, ich habe jetzt schon 6 Stück. Das heißt, dass es, wenn du mir nochmal weitere 2 gibst, schaffen wir noch 2 Dimensionen. Komm, 1 oder 2 Squids noch, dann haben wir 2 weitere Dimensionen. Also, es ist wirklich von den Ressourcen her mega low, was man braucht. Das ist irgendwas Geiles. So, und da haben wir... Okay, ich habe 9 Stück. Das heißt, ich habe genug für uns jetzt. Und das bedeutet, wir können weitere Dimensionen aufmachen, mein Lieber. Ich bin dabei. So, ich muss mir das Ganze nur mal schnell ercraften. Und tue das hier rein. Wie heißt das? Ink Vial ist das. Und zack. So, bam. 5 Stück. Hier nehmen wir das schnell runter. So, wir haben jetzt mal 70-60%. Das geht ganz gut. Und wir haben hier ein paar Seiten zu vorbereiten. Das heißt, zack, 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 zack. 2 Bücher. Zurück und 2 Bücher in fremde Dimensionen. Das ist ganz wichtig. Zack, zack, zack und zack. Die müssen auch hier gelinkt werden. Haben wir schon. Eine tun wir hier in die Kiste zurück und... Jetzt geht's los. Wir haben hier unsere 6. Welt, die wir gemeinsam bereisen. Und die Welt Nummer 7. Das heißt, mein Lieber, es kann losgehen. Und zwar unmittelbar. Bist du ready? Komm, ich bin auf jeden Fall Startler. Bin gespannt, wie das wird. Ein bisschen Action in einer neuen Welt, Leute. Was erwartet uns? Eine Welt mit 3 Sonnen wieder. 3 Sonnen. 3 Sonnen, Jungle-Bäumen. Eine Gravel-Welt. Nice. Gravel Farmen leicht gemacht. Das ist eine Gravel Welt, mein Lieber. Aber jetzt auch Dirt. Das ist eine fliegende Insel. Das ist eine. Warte, warte, warte. Mach mal bitte nichts. Ich baue jetzt hier ein Gravel ab. Gott. Nee, drunter ist Stein. Aber das ist trotzdem eine Gravel Welt. Und hier haben wir Kohle. Also auch Erze drin versteckt. Aber jetzt nicht überhaupt mal hier. Hast du mir meine verzauberte Schaufel geklaut?
Ja. Ja, ich merke schon. Die war mein Finderlohn dafür, dass ich alles anders mitgegeben habe. Du blöd, wegen die Hand an meine schöne Schaufel. Ja. Danke sehr. Wegen mir kannst du kein GTA zocken. Wegen mir hast du GTA. Die ganzen DVDs sind leer, du Depp. Die sind leer. Nein, bei mir funktioniert es. Oh Mann. Ja, die sind voll. Das ist dein CD-Laufwerk. Weißt du, ich kauf ihr GTA 5 und die bestellt sich wegen dir, kann ich kein GTA zocken. Guck mal, wir sehen hier, es gibt zwei Monde und eine Sonne. Aber ich gehe jetzt wieder. Ich guck noch mal kurz unter der Insel, was hier Sache ist. Guck mal, hier ist Lava. So Angst, da runter zu gehen. Aber im Prinzip ist die auch nicht so spektakulär. Nee, nicht wirklich. Hier ist noch Wasser. Hier ist noch das. Also, man kann das schon an der Seite geil Erze abfarmen. Das will ich halt nicht verneinen. Aber es ist halt so cool, dass man hier wirklich relativ leicht zugängliches Gravel hat, ne? Ja, das ist geil. Aber lass uns in den letzten Minuten jetzt nochmal kurz die letzte Dimension auschecken. Ich finde das immer ganz geil. Man kann hier wirklich tagelang für dich mit verbringen, neue Dimensionen zu checken. Die haben zwar irgendwo manchmal ihre Ähnlichkeiten, aber die sind definitiv eigentlich unterschiedlich. So, und der Tipp von euch, wie man Sachen zurücknehmen kann, einfach nicht rechtsklick, so drauf mal Shift, rechtsklick, nehme ich es wieder zurück. So, nächste Welt, ich komme. Ist die komm? Ist die komm, du musst mit. Und was haben wir hier Feines? Sieht nach einer ganz normalen Welt aus. Erstmal. Das hört sich doch erstmal ganz gut an. Und uiuiui, normal ist das hier überhaupt nicht. Wir haben verschiedenste Inseln und zwar aus Holz, aus Leaves, aus den verschiedenen Holzarten. Aber das sind hier Inseln. Und wenn man hier Holz farmen will, dann geht man hier einfach in diese Birke und hat hier einfach so einen Birkenkreis oder da das normale Holz. Krass. Rubberwood gibt es hier auch. Ne, ist massiv. Mossy? Massiv. Massiv, okay. Ja, hier kannst du auf jeden Fall ganz gut Holz haben, ja. Ansonsten hast du hier Eis, also statt Wasser. An vielen Stellen. Das könnte man auch vielleicht farmen. Ich hab einen Käsehut. Was? Das ist doch der, den du in Mark hatte. Markus, als ich dein Galaxy. Ich hatte einen Galaxy-Käsehut. Ja, ich glaube schon. Nee, da hatte ich einen. Was hatte ich denn da? Was haben wir denn so? Wo ist jetzt mein Hut? So, ich bin hier weiter am Daddeln. So, ich habe hier war auch was geunlockt, einen sehr vornehmen Hut. Aber ich suche ehrlich gesagt gerade Bibliotheken. Weil es gibt hier Holzkreise, das ist schön und gut. Aber, was ich eigentlich haben will, also hier kannst du halt wirklich geile Sachen farmen, weil du hast hier wirklich ein Sumpfbiom, du hast hier Eis, du hast hier immer auf diesen ganzen Ebenen viele, viele Tiere. Ja, das auf jeden Fall. Aber guck mal, zum Beispiel, es fehlt jetzt hier an... Also ich finde hier leider keine Bibliothek. Und damit würde ich sagen, Leute, ich fliege jetzt noch zurück, aber wir haben zwei Folgen. Nein! Was los? Nein! Nein, Kev! Was passiert? Oh Gott, was war das denn? Was war das denn? Beim Spawn sind Löcher im Wasser. Also da, wo du das Buch hast, da sind Löcher im Wasser. Und wenn du da durchfällst, da geht's durch das Bedrock durch und wenn du da durchfällst, landest du in einer normalen Welt. Ich dachte, ja, stimmt, ja, das kenne ich. Boah, Alter, ich dachte jetzt ist vorbei. Boah. Ich glaube, das ist vom Mod so mit eingebaut, wenn man mal wirklich fällt und kein Linking Book dabei hat, dass man überhaupt zurückkommt. Boah, das krass. Also. Nein, meine Kiste. Oh. Komm noch wieder zurück, du hast ja noch die Möglichkeit. So. Also, wir fliegen jetzt zurück. Wir haben zwei Folgen lang ihr einiges erlebt, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt definitiv ein Däumchen nach oben. Oh, ja. Wir werden uns in der nächsten Folge wieder mit der Technik beschäftigen. Und ihr werdet natürlich in der nächsten Folge sehen, was wir alles im Livestream geschafft haben. Weil das kam jetzt sozusagen nicht. Das habe ich gekonnt umschifft, wie ich so sage. Und ja, schaut dann natürlich beim Early Boy vorbei. Link zu ihm in der Beschreibung. Und da sehen wir den Käsemann. Hallo. Hallo. So, und jetzt geht's zurück. Home. Sweet Home, wir haben unsere Tour beendet und wir sehen uns bei der nächsten Folge, Leute. Bleibt geil und Däumchen nach oben. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.